Ein wunderschön herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Ah, die vorletzte Folge für diese Session. Ich glaube, das wird eng. Da wir noch weit über 1000 Meilen vor uns haben. Das ist nicht gut. So geht's auch. Na, 1200 Meilen. Ich meine, wenn wir gut durchkommen, dann ist es machbar. Aber halt nur, wenn wir gut durchkommen. Bisher nicht so. Ich meine, zwei Folgen haben wir schon gemacht. Und da haben wir gerade mal 1000 Meilen geschafft. Gut, wir haben auch. Gerade bei der ersten Folge kamen wir relativ wenig voran. Bei der zweiten Folge haben wir auch erstmal ein bisschen gebraucht. Weil Rastplatz suchen und alles. Aber mal schauen. Ich hoffe mal, sonst sieht es einigermaßen gut aus mit den Stats. Mal schauen. Ich hoffe wenigstens kein. Ich hoffe wenigstens. Was? Ich hoffe nur, dass es wenigstens keinen Ring mehr gibt. So. Schöner blauer Himmel. Mal gucken, wir müssen in acht Stunden, also ja, gegen 18 Uhr müssen wir ins Bett. Okay. Also 6 p.m. Für die amerikanischen Freunde unter uns. Go straight on.
Auch heute schon wieder ein LKW auf der linken Spur. Schnallt euch an, das wird holprig. Da vorne ist die linke Spur allgemein voll. Dicht. Beides. Warum sieht der LKW nicht nach rechts? Neben ihm ist so viel Platz. Ich werde jetzt das Auto überholen, ja? Ist doch nicht wahr, Leute. Hä? Okay, warum ist falsch? Startblatt markiert. Wie habe ich das markiert? Achso, nee, ich habe einfach nur irgendwo einen Punkt hingesetzt. Nevermind. Okay. Dachte schon. Guck mal, hier geht's nicht mal an den Tempolimit. Oh, da vorne kommt Büsche. Das ist nicht gut, I guess. Keine Ahnung, ob die eine Alpha-Wand haben oder nicht. Oh, also vor allen Dingen, wie groß die Alpha-Wand ist. Da hinten tauchen schon wieder Berge im Horizont auf. Sehr interessant. Warum fahren die LKWs hier links? Leute. Warum gibt es in Amerika kein Rechtsfahrgebot? Das würde so viel einfacher machen. Ey, wo kommt der denn her? Hat der da so viel Speed drauf? Lol. Der kam ja voll auf den toten Winkel, sag mal. Yo man!
Hey, weg hier! Meine Fresse! Dass er gleich auf die Bremse treten muss! Schön mal diese aggressive Fahrweise hier. Weißt du, ich ramm den nur ein bisschen und der muss mich direkt Break checken. Er braucht sich doch nicht wundern. Den Lackschaden zahle ich nicht. Hab schon genug Kosten, die ich zahlen muss. 1% Frachtschaden. Das wird wohl kein ausgezeichnet mehr. Oh, Sprit ist ja schon wieder fast leer. Gut, meine. Jetzt nicht so verwunderlich, da wir die ganze Zeit ja quasi auf dem Gaspedal stehen. Trotzdem beängstigend. Ja, so wie es aussieht, müssen wir wahrscheinlich noch diese Folge tanken. Digga, voll dein Nebel. Oh, da vorne kommt bei Ingo Kurven. Die gefallen mir aber so gar nicht. Mal wieder eine neue Kurven. War aber trotzdem schön eng. Alter, das ist eine Rennstrecke, Alter. Was ist hier für neue Kurven? Das ist ja schlimm. Sind wir am Nürburgring oder was? Jetzt noch bergauf. Vielleicht kommt noch eine Sprungchance und danach ein dreifacher Looping. Let's go! Warum können die ganzen Opfer keinen Auftrag finden? Warte, ich hau euch gleich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, geht schon wieder bergauf. Heieiei. Warum rennst du jetzt? Ich hoffe nur, wir finden bald mal eine Tankstelle. Bis hier so eine Gegend zum Beispiel, ja? Wenn es hier alle 2 Tage regnet, okay.
Aber nicht in der fucking Steppe. Also ich möchte nicht unhöflich wirken oder so, aber... Ah, guck mal, hier, hier können wir nicht tanken. Ich hoffe, wir können bald mal tanken. Ja, hier ist eine Tankstelle, aber da müssen wir komplett einmal... Tja, nehmen wir am besten das Ding hier. Das sieht so gut aus. Bis dann sollte der Tank noch reichen. Unser Bett hoffentlich auch noch. Aber er bringt nicht viel. Ich glaube, mal lieber da rechts. Na los! Alles, wofür wir gekommen sind, hier ist es. Von der Baustelle oder was? Ja. Ernsthaft?
Tja, pennen wir auch gleich. Jetzt schon pennen gehen, das macht es wahrscheinlich nicht so gut, ne? Wie viel brauchen wir hier? 2 Stunden. Ah, ne, komm, wir pennen ja auch gleich. Und wenn wir aufwachen, wird es garantiert wieder regnen. Einfach because why not? Frage, wo können wir überhaupt pennen? Da hinten, wie es aussieht? Ja. Kein Ring. Bin ja geradezu verzückt. Was schlägt uns denn vor? Alles. Oh, jetzt steht da hier zum Beispiel sogar auch komplett Austausch vor. Interessant. Und dann let's go. Na, passt. Oh, ein sternklarer Himmel. Aber wir haben immer noch 800 Meilen vor uns. Das wird nichts, Leute. Mal stehen, Junge. Was ist denn los mit den Leuten? Haben die keine Achtung vor Kollegen? Ich hab doch gesehen, dass ich da lang muss. Vor die Schweine. Macht schon Unterschied. Ey, wir sind eigentlich. Licht hat er gehabt. Ja, hat er nicht gehabt, behalten. Gut, wir haben auch gar keine Dachbeleuchtung, sehe ich gerade. Das haben wir nur bei ETS. Vollkommen vergessen. Im linken Rückspiegel, die Wolke sieht aus wie die Milchstraße. wie so ein Supergalaxienhaufen.
Warum fährt er schon wieder links? Warum fahre ich wieder alle so langsam? Ja, passt eigentlich. Wir haben noch 20, also über 20 Stunden Reserve. Und ich sag mal so, das nächste Mal, wenn wir pennen gehen, ist das wahrscheinlich gerade bei 15 Uhr oder sowas. Wenn überhaupt. Das heißt, es ist noch sehr, sehr früh. Von daher werden wir das nächste Mal dann auch gleich zweimal pennen gehen. Weil sonst fahren wir nur noch nachts. Passt also zeitlich relativ gut, tatsächlich. Hätte ich also nicht gedacht. Ey, was ist mit dir los, du Affenarsch, Kanackenarsch, Arsch. Ey, ich geh aus Kontrolle. Nein, die Müllstraße ist weg. Verdammt! Wo ist sie hin? Aber wer weiß. Aber der Nachthimmel sieht schon geil aus. Also, gerade, also, ist schon echt schnieke. Kann man nicht anders sagen. Kein bisschen. Überhaupt nicht. Fühle ich nicht. Oha, da blinkt schon wieder was. Was blinkt denn da? Okay. Ach, guck mal, die beiden blinken sogar out of sync. Step grades. 1 mile ahead. Ich kenne beide Wörter nicht. Keine Ahnung. Ich habe jetzt aber gut Backup. Oxnard. Also Oxford kenne ich, aber Oxnard kenne ich nicht. Sagt mir nichts. Ne? Oh, wir sind jetzt wieder voll in der Überlänge. Ich muss ja schon wieder ein gutes Plätzchen zum Schlafen finden hier. Die ist aber auch echt kaum Raststätten hier. Wo man einfach mal reinfahren kann oder so. Bin ich gerade so drinnen, Alter? Ich fahr gerade so schön. Da wird er jetzt doch 30 stehen bleiben. Das wäre doch Verschwendung von Momentum.
Naja. Oh, da vorne ist aber sehr komisch. Ich glaube, das ist eine gute Position, um hier an der Stelle Pause zu machen. So. Dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns zur nächsten Folge dann wieder. Bis dann.